Der 65-Jährige wird am heutigen Samstagabend endlich wieder mit Barbara Schöneberger, 47, und Thomas Gottschalk, 71, für die RTL-Spielesendung Denn Sie wissen nicht, was passiert vor der Kamera stehen. Jauch, der zuletzt nur in vorab aufgezeichneten Folgen seiner Kultrateshow Wer wird Millionär zu sehen war, hatte nach einer Corona-Erkrankung im April eine Zwangspause einlegen müssen. Für den beliebten Moderator war es der erste TV-Ausfall seit sage und schreibe 31 Jahren. Und es kam gleich dreifach heftig. Nach seiner kurzfristigen Absage für die erste Frühjahrsausgabe von Denn Sie wissen nicht, was passiert, musste Jauch auch in den beiden darauffolgenden Wochen für die Live-Shows passen. An seiner Stelle hatten sich Promis mit Jauchmasken der Herausforderung gestellt. In der dritten Folge war TV-Koch Tim Melzer, 50, als Moderator für den Quarantäne-Erkrankten eingesprungen. Corona-Nachwirkungen habe er keine, berichtete Jauch im Interview mit RTL. Ich kenne aber viele, die es stärker erwischt hat. Deshalb kann ich wirklich nur jedem raten, sich impfen zu lassen. Es ist ein sehr befreiendes Gefühl. Der 65-Jährige hatte bereits vor seiner Infektion als prominentes Gesicht für die Impfkampagne der Bundesregierung geworben und dafür von Gegnern und Skeptikern massenweise Hassbriefe erhalten. Auf sein TV-Comeback im gewohnten Trio mit Schöneberger und Gottschalk freut sich Jauch nun ganz besonders, die Sehnsucht, jetzt wieder gemeinsam Unsinn zu machen, ist schon relativ groß.